An den ersten Sonntagen im Jahreskreis begleiten wir Jesus in der ersten Phase seines öffentlichen Wirkens. Dabei ist uns schon aufgefallen, dass er sein erlösendes und befreiendes Handeln vor allem dort beginnt, wo die Religion schädigend gewirkt hat. Auch was wir heute hören, steht in diesem Zusammenhang. Lassen wir uns weiter ein auf die Provokation durch Jesus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Vorhin habe ich gesagt, dass Jesus sein erlösendes Handeln vor allem dort begonnen hat, wo die Religion schädigend gewirkt hat. Dabei werden wir mit einer heiklen Thematik konfrontiert, die durch alle Zeiten hindurch ihre Aktualität nie verloren hat. Religion einerseits bietet den Menschen Halt und Orientierung und im besten Fall auch eine Anleitung zum guten und richtigen Handeln. Aber es gibt auch toxische Religion. Religion, die also für den Menschen gefährlich werden kann. Vor allem dann, wenn Menschen im Namen Gottes ausgegrenzt werden oder ihnen noch Schlimmeres zugefügt wird. Und so ein Problem haben wir auch heute vorliegen. Da kommt ein Aussätziger zu Jesus. Was ist der Aussatz, an dem dieser Mensch leidet? Dieser Mann hat eigentlich mehr zu leiden an den Regeln der Religion als an der Krankheit. Ein Aussätziger war nach damaliger Vorstellung auf doppelte Weise geschlagen. Denn jede Art von Hautkrankheit wurde als Aussatz bezeichnet und dabei wurde Aussatz immer als Strafe Gottes verstanden. Das hebräische Wort dafür lautet Zoraat und bedeutet übersetzt Böses zeigt sich. Es zeigt sich nicht nur das Böse der Krankheit, sondern auch, dass dieser Mensch etwas Böses getan haben muss. Vor allem Böses, das im Verborgenen getan hat, in erster Linie ging es auch um die schlechte Rede. Diese Ansicht steht im Zusammenhang mit einer Begebenheit aus der Heilsgeschichte des Alten Bundes. Im Buch Numeri lesen wir, wie die Schwester des Mose, Miriam, und auch der Bruder Aaron schlecht über ihn geredet haben. Und daraufhin wird Miriam mit Aussatz geschlagen. Man kann es nachlesen im Buch Numeri, Kapitel 12, Vers 1 bis 15. Auf die Fürsprache des Bruders, also des Mose, wird sie dann wieder geheilt. Aber von daher kommt diese Vorstellung, dass wenn man Böses getan hat, vor allem böse geredet hat, auch im Verborgenen, die Strafe kommt nämlich in Form von Aussatz. Der Aussätzige galt also als Sünder und er musste aus der Gemeinschaft entfernt werden. Dahinter steckt freilich auch eine durchaus richtige Logik, wenn man bedenkt, böses Reden kann sowohl eine ganze Gemeinschaft vergiften und wer Böses redet, soll ausgeschlossen werden. Nur ist natürlich der Zusammenhang böse Rede und Hautkrankheit absolut nicht wirklich schlüssig und so werden sehr viele Leute dann ausgegrenzt, die absolut unschuldig sind. Es handelt sich also bei dieser Ausgrenzung nicht um eine Hygieneregel im herkömmlichen Sinn, denn die Ansteckungswege bei Krankheiten hat man damals noch nicht wirklich verstanden. So wurden zum Beispiel Pestkranke, die hochinfektiös waren, zu Hause gepflegt, aber Hautkranke, auch Lepröse, die kaum ansteckend sind, mussten hinaus in die Wüste. Sie wurden ausgestoßen aus der Gemeinschaft, man durfte keinen Kontakt mit ihnen halten. Der Aussätzige war also praktisch sozial ein Toter. Er musste ein Glöckchen tragen, er musste die Leute warnen, damit sie sich ihm nicht nahen, sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Er musste vom Bettel leben, das heißt, die Leute konnten etwas hinterlegen für diese Armen, aber sie durften nicht in Berührung kommen mit diesen Menschen. Denn jeder, der solch einen Unreinen berührt, wird selber wieder unrein. Und Unreinheit ist ein Begriff aus der Welt des Kults. Wer unrein ist, der kann mit Gott nicht mehr in Verbindung treten. Er kann nicht beten, er ist ausgeschlossen aus dem Tempelkult. Ja, und eigentlich kann nur Gott so einem Menschen helfen. Aber das ist ein Teufelskreis, denn wenn so ein Mensch nicht mehr zum Tempel kommen kann, nicht mehr beten kann, nicht mehr opfern kann, wie soll hier Heilung geschehen können? Sie waren also wirklich gefangen in einem Teufelskreis des Elends.
Aber dieser Aussätzige, von dem hier ist im Evangelium die Rede ist, der hat schon von Jesus gehört. Und der hat wahrscheinlich gehört, dass Jesus gegenüber dem Gesetz frei ist, dass er anders ist. Und so hat er nun den Mut, zu Jesus hinzugehen und dabei auch selbst das Gesetz zu brechen. Denn ein Aussätziger durfte sich keine Menschen nahen. Er hätte Jesus warnen müssen, damit dieser Abstand hält. Aber er nähert sich Jesus, wirft sich vor ihm auf die Knie und anerkennt damit auch, dass in Jesus Gott selber gegenwärtig ist. Er fällt auf die Knie und sagt zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und dabei bemerken wir, dass er schon auch ganz im Denken seiner Zeit gefangen ist. Er bittet jetzt nicht um Heilung im medizinischen Sinn, sondern er möchte rein werden im kultischen Sinn. Und er hofft von Jesus, dass er das ihm geben kann. Und hier fällt der Kontrast zur ersten Heilstat Jesu auf. Wir erinnern uns, das war eine Synagoge von Kapernaum, wo ein Mann in unreinem Geist aufgeschrien hat, als Jesus mit seiner vollmächtigen Verkündigung begonnen hat. Aber dieser Mann, der vom Geist der Synagoge besessen ist, schreit hinaus, bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Und jetzt der andere Mann, der durch das religiöse Gesetz der Synagoge ausgestoßen war, ausgegrenzt war, er kommt zu Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und dann lesen wir, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Und dann bricht Jesus seinerseits das Gesetz. Er streckt die Hand aus und berührt den Unreinen und nimmt damit in Kauf, dass er nach dem Blickwinkel der Religion und selber ein Unreiner wird. Er hätte ja einfach nur ein Wort sagen können. Aber nein, Jesus berührt diesen Menschen und schenkt diesem Menschen seine Reinheit. Wenn man auf die Evangelien insgesamt schaut, bemerkt man, dass es immer nur die Kranken sind, die Jesus leiblich berühren und die von Jesus leibhaft berührt werden. Gerade diese äußerste Not führt zur innigsten Verbindung mit Jesus, mit dem Heiland. Und Jesus sagt dann, ich will, werde rein. Und indem Jesus dieses Ich will voranstellt, macht er deutlich, dass genau das dem Willen Gottes entspricht. Gott will, dass die Menschen nicht ausgegrenzt werden. Gott will, dass diesen Menschen die Reinheit zugesprochen wird. Und damit wird deutlich, dass das, was das religiöse Gesetz mit diesem Aussätzigen gemacht hat, nicht dem Willen Gottes entspricht. Und was Jesus will, geschieht durch diese einfache Berührung. So lesen wir dann, sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Solch eine Heilung eines Aussätzigen ist wie eine Totenerweckung. Wenn wir das so lesen, sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein, fällt uns eine Besonderheit nicht auf. Hier fallen also die Heilung und die Reinigung ineinander. Es geschieht in einem einzigen Augenblick. Das ist für die damalige Zeit, für das damalige Verständnis nicht selbstverständlich. Heilung von einer Krankheit ist eine medizinische Frage, die Wiedererlangung der Reinheit allerdings eine kultische. Und das macht das Ganze auch so kompliziert und es erklärt auch die anschließende Weisung Jesu. Jesus sagt zu dem Mann, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat. Die Priester hatten zu prüfen, ob der Aussatz gegebenenfalls wieder verschwunden war, aber damit war die Sache noch lange nicht erledigt. Denn damit der Geheilte jetzt auch vor dem Gesetz wieder als kultisch rein gelten konnte, musste er zuerst das Reinigungsopfer darbringen. Erst dann konnte die wiedererlangte Reinheit vom Priester bestätigt werden und der Mensch konnte wieder voll integriert werden in die Gesellschaft. Also Jesus schickt ihn zum Priester, damit er diese vorgeschriebenen Rituale einhält und dann wird noch hinzugefügt, das Ganze soll ihnen zum Zeugnis sein. Was bedeutet das? Diesen Zusatz, ihnen zum Zeugnis, muss man näher erklären. Die meisten von uns haben ja noch die alte Übersetzung im Ohr, wo es geheißen hat, das soll für sie ein Zeichen meiner Gesetzestreue sein. Nun steht das aber nicht im Originaltext und macht eigentlich den ursprünglichen Sinn undeutlich. Die Übersetzung ist jetzt korrekt, allerdings kann man es immer noch missverstehen. Diese Formulierung Ihnen zum Zeugnis kommt auch einmal im Alten Testament vor dem Buch Deuteronomium und das griechische Original kann auch so übersetzt werden oder sollte so übersetzt werden, zum Zeugnis gegen Sie. Aber was bedeutet das, zum Zeugnis gegen Sie?
Zuerst einmal wird schon in dem, was Jesus sagt, deutlich, dass diese Reinigungsrituale nicht von Gott vorgeschrieben sind. Es steht hier, Mose hat sie festgesetzt. Also diese Gesetze kommen nicht von Gott, sondern von Moses. Welche Gesetze sind das? Man kann es nachlesen im Buch Levitikus, Kapitel 14, Vers 1 bis 31. Das sind sehr komplizierte Rituale, die über mehrere Tage hinweg geschehen müssen. Erst dann, wenn diese Rituale vollzogen sind, gilt einer auch als kultisch rein. Das heißt also, wer jetzt einmal vom Aussatz geheilt ist, darf deshalb noch nicht wieder zurück in die Gemeinschaft. Er muss zuerst einmal zum Priester, der stellt fest, ob der Aussatz weg ist, und dann beginnt das komplizierte Ritual. Warum ist das Ganze jetzt ein Zeugnis gegen die Priesterschaft oder gegen das Gesetz? Wenn nun der, der durch eine einfache Berührung durch Gott reingemacht worden ist, dann erscheint diese komplizierte Prozedur, die das religiöse Ritual vorschreibt und die auch kostspielig ist, nur noch grotesk. Es wird der Priesterschaft damit die ganze Monstrosität dieses Gesetzes vor Augen geführt, dass das Leben der Menschen verkompliziert. Ja, es ist eine schwere Last, die den Leuten auferlegt wird. Wenn die Priester dieses Zeugnis annehmen, dann wird es ein Zeugnis für sie. Wenn sie es verwerfen, dann wird es ein Zeugnis gegen sie. Aber es wird für sie schwer, dieses Zeugnis wirklich auch anzunehmen, denn die Priesterschaft verdient ja an diesen Ritualen. Aber es wird deutlich, rein wird der Mensch nicht durch die Rituale, sondern die Reinheit schenkt Gott. Und das schenkt auf ganz einfachem Weg. Diese Sequenz eröffnet im Markus-Evangelium einen Abschnitt, der 5 Auseinandersetzungen zwischen dem Gesetz und dem Evangelium enthält. Man findet das im Kapitel 2, Vers 1 bis Kapitel 3, Vers 6. Da wir mit nächster Woche schon die Fastenzeit beginnen, wird die Liturgie diese Abschnitte überspringen. Es lohnt sich aber, sie selbst nachzulesen. Am Ende wird schließlich der Tötungsbeschluss gegen Jesus ausgesprochen, denn sein Handeln ist geschäftsschädigend. Wie aber geht es mit dem Geheilten weiter? Anders als Jesus ihm aufgetragen hat, verkündet er bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Das heißt dann, er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Warum ist das so? Jesus hat ja den Aussätzigen berührt und der Geheilte erzählt, das ist weiter. Wenn aber ein Reiner einen Unreinen berührt, so hat man damals gesagt, dann springt die Unreinheit auf den Reinen über und er wird selber unrein. Also, so wie vorher der Aussätzige ausgegrenzt war, ist es jetzt Jesus. Er darf sich in den Städten nicht mehr zeigen. Und wie vorher der Aussätzige, so hält sich jetzt Jesus nur noch an einsamen Orten auf. Allerdings bemerken wir im letzten Satz dieses Evangeliums, dass die Verkündigung Jesu bereits erste Früchte trägt. Denn es heißt dann, dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Die Leute lassen sich nun nicht mehr von einem religiösen Gesetz abhalten, um zu Jesus zu gehen. Das ist anders als ganz am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Da hatte Jesus am Sabbat einen Mann von seinem unreinen Geist befreit und der Ruf Jesu hat sich rasch verbreitet in ganz Galiläa. Trotzdem haben die Leute noch brav bis zum Ende des Sabbats gewartet, bevor sie den Mut hatten, zu Jesus zu gehen, um von ihm Heilung zu erfahren. Jetzt schwindet die Autorität der religiösen Eliten. Die Leute begreifen, dass Jesus über dem Gesetz steht und dass Jesus mehr gibt, als das Gesetz geben kann. Und dass es Jesus auf ganz einfache Weise tut. Die Menschen sind von Jesus angezogen, sie hören auf sein Wort und das Reich Gottes bekommt seine ersten Konturen. Thank you.